Auch wenn dieser Bulle weit fliegen kann, ist es ganz wichtig zu erwähnen, dass er kein Basketball ist. Okay, auf Seil jetzt. Michael Jordan, der Allerechte. Hi, ich bin's Yuma. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt's entschieden, auf dem Discord-Server Ito soll's sein. Viel Spaß mit dem nächsten Guide. Ich werde wie immer alles in diesem Video behandeln, um all eure Fragen zu beantworten. Dabei geht's dann nicht nur um Artefakte, Sternbilder, Talente etc., sondern auch um Team-Kombos, geheime Tricks und so weiter und so fort. Ich werde Ito sowohl in der Whale-Edition vorstellen, als auch in den Free-to-Play-Varianten. Das Wichtigste vorab, Ito skaliert mit Verteidigung. Das bedeutet, bei diesem Charakter lohnt es sich auf jeden Fall, ihn auf Level 90 zu leveln. Beginnen wir zunächst mit seinen Talenten. Bei seiner Q-Fähigkeit seht ihr hier schon diese enorme Skalierung. Je mehr Verteidigung ihr habt, desto mehr Angriffsbonus erhaltet ihr. Während seiner Q-Fähigkeit macht ihr ganz viele normale Schläge und heftige Schläge, weshalb es sich hier auf jeden Fall lohnt, einen Schildcharakter mit dem Team zu spielen. Außerdem wird 11 Sekunden lang eure Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Er hat eine Abklingzeit von 18 Sekunden und benötigt 70 Elementarenergie, um die Q-Fähigkeit aufzuladen. Seine Angriffe werden zu Geoschaden umgewandelt, außerdem snapshottet seine Q. Das bedeutet, ihr wollt erstmal zum Beispiel mit Goros E Ito buffen, dann wechselt ihr auf Ito, aktiviert die Q-Fähigkeit und wenn dann Goros Buff abgelaufen ist, bleibt dieser Bonusschaden trotzdem erhalten, solange Ito in seiner Q ist. Beim ersten und dritten Standardangriff erhält Ito eine Stapelung, also einen Stack, für den Effekt superstarke Superkraft. Durch lärmende Legende stackt Ito auch mit seinem zweiten und vierten Standardangriff die superstarke Superkraft. Für jeden Angriff sammelt ihr also Stacks, bis zu 5-mal stapelbar. Und das ermöglicht euch wiederum genau das, was ihr erreichen wollt, und zwar seine Hauptkombo durchzubringen. Durch diese Hauptkombo verändern sich seine Angriffe. Durch diese heftigen Schläge werden dann diese Stacks aufgebraucht, während Ito dann sowohl schnelle als auch sehr kraftvolle Angriffe durchführt, die dann auch enorm Flächenschaden machen. Anders als sonst bei heftigen Schlägen wird während Itos Q-Fähigkeit keine Ausdauer verbraucht. Dafür müsst ihr aber, wie vorher gesagt, die Stacks aufgeladen haben. Diese Stacks könnt ihr neben den Standardangriffen auch mit der E-Fähigkeit aufladen. Diese Fähigkeit verursacht ebenfalls Geoschaden und hat ein enorm hohes Scaling. Dabei wird dann ein Bulle geworfen, der erstmal auf dem Feld liegen bleibt und die Angriffe auf sich zieht. Auch wenn dieser Bulle weit fliegen kann, ist es ganz wichtig zu erwähnen, dass er kein Basketball ist. Okay, auf Seil jetzt. Michael Jordan, der Allerechte. Ja moin, beste Leben. 500 Punkte für Gryffindor. Huch. Auf jeden Fall hängt seine Beständigkeit von Arataki Itos maximaler LP ab. Immer wenn dieser Bulle Schaden kriegt, 2 Sekunden Abklingzeit, erhält Ito einen weiteren Stack. Einen letzten Stack für superstarke Superkraft erhält Ito dann, wenn der Bulle verschwindet. So kann Ito auch während seines Bursts Elementarpartikel sammeln. Wie gerade gelernt, lädt Ito ja seine Stacks durch Standardangriffe auf. Ganz wichtig zu beachten ist, dass diese nicht verloren geht, wenn Ito dasht. Das bedeutet, wenn ihr gerade im Fight seid, eure Stacks aufladet und der Gegner euch angreifen möchte, weicht ruhig aus, das ist gar kein Problem, die Stacks gehen nicht verloren. Seine erste Passive erhöht die Angriffsgeschwindigkeit pro Hieb und außerdem auch den Unterbrechungswiderstand. Durch seine zweite Passive habt ihr mehr Schaden auf heftigen Schlägen, basierend auf 35% Verteidigung von Ito. Falls es mit der E-Sport-Karriere in Genshin nicht geklappt haben sollte, kann ich euch beruhigen, ihr habt noch seine dritte Passive, diese verleiht euch 3 Doktortitel im Holzfällen. Ihr levelt zuerst seine Standardangriffe hoch, das liegt einfach an der Skalierung für normale und heftige Schläge. Danach seine Q-Fähigkeit für extra Angriffsbonus. Naja, und dann die E. Der Bulle muss ja auch von irgendwas leben. Kommen wir jetzt zu seinen Artefakten-Sets. Mit riesigem Abstand auf der Nummer 1 befindet sich hier das 4er-Set Schale der üppigen Träume. Sowohl durch das 2er als auch durch das 4er-Set wird hier die Verteidigung enorm erhöht. Übergangsweise könnt ihr auch 2x archaischer Fels spielen, zusammen mit 2x üppigen Träumen. Den extra Geoschaden könnt ihr gerne mitnehmen, dennoch ist auf jeden Fall das 4er-Set hier von Schade der üppigen Träume deutlich besser. Falls ihr einen Schildcharakter im Team habt, zum Beispiel Zhongli, Noel oder auch an 4. Stelle Diona, könnt ihr auch umgekehrter Meteor spielen 4x. Ja, das ist halt wie gesagt wirklich nur eine Alternative, die einigermaßen mithalten kann, aber jetzt auch nicht so das Grüne vom Ei ist. Das Grüne vom Ei? Das Grüne vom Ei. Kommen wir nun sowohl zu den Main- als auch zu den Substats, die ihr auf den Artefakten haben wollt. Bevor ich da aber näher drauf eingehe, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass ich regelmäßig live auf Twitch bin. Wir zocken jedes Mal Genshin, haben richtig viel Spaß. Wenn ihr also Fragen habt, euch austauschen wollt oder auch einfach mal nicht verpassen wollt, wie wir zusammen pullen, dann folgt gerne mal bei Twitch rein, erster Link in der Bio. Wir freuen uns auf euch. Kuss. Wie ihr bereits wisst, skaliert Ito auf Verteidigung. Jetzt kommt aber etwas, was viele von euch verwirren wird. Und zwar sind kritischer Schaden und KT wichtiger als Verteidigung. Dadurch macht ihr insgesamt einfach mehr Schaden. Dennoch empfehle ich euch auf jeden Fall, Verteidigung als Mainset auf der Sanduhr mitzunehmen. Das ist mit Abstand das Beste, was es für die Sanduhr gibt. Beim Kelch tatsächlich Geoschaden. Falls ihr keinen guten Geo-Kelch habt, könnt ihr natürlich auch vorerst mit Verteidigung arbeiten. Und beim Helm kritischen Schaden oder KT. Was ihr davon nehmt, hängt von euren anderen Stats ab und auch von der Waffe, die ihr spielt. Falls ihr also beispielsweise die 5-Star-Waffe spielen solltet und 88,2% kritischen Schaden sowieso habt, empfehle ich euch beim Haarreif auf jeden Fall KT mitzunehmen. Aufladerate ist auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen. Ihr müsst auf jeden Fall sicher gehen, dass eure Q-Fähigkeit immer bereit ist, wenn die Abklingzeit vorüber ist. Einfach aus dem Grund, dass Ito während seiner Q-Fähigkeit seinen Hauptdamage raushaut.
Zu den Teamcoms kommen wir später nochmal ausführlich. Ihr solltet ihn aber auf jeden Fall mit einer weiteren Geo-Batterie im Team spielen. Zum Beispiel Goro oder Albedo. Und dann sind 130-135% Aufladerate meiner Meinung nach am besten. Schaut bei den Subsets einfach, dass ihr möglichst viel auf kritischen Schaden und KT rollt. Wenn das gegeben ist, könnt ihr bei den restlichen Subsets ein Auge zudrücken. Verteidigung wäre natürlich optimal, ansonsten noch Aufladerate. Kommen wir jetzt zu Itos Waffen. Fangen wir mit der Whale-Edition an und arbeiten uns dann langsam vor zu den Free-to-Play-Varianten. Rotorn Steinbrecher. 88,2% kritischer Schaden. 88,2. Das ist absolut heftig. Und sein Effekt ist ja noch nicer. Hierbei wird eure Verteidigung erhöht und ihr bekommt zusätzlichen Schaden auf Standardangriffe und heftige Schläge. Das ist halt einfach perfekt für Itos Spielstil. Die beste 4-Sterne-Alternative ist das Knochenschwert. Diese Waffe erhaltet ihr, wenn ihr den Battle Pass mit Echtgeld upgradet. Hier habt ihr KT als Subset und extra Schaden über Zeit durch den Effekt. Nun kommen wir zur besten Free-to-Play-Variante. Diese Waffe bietet euch extra viel Verteidigung als Subset und ihr könnt sie außerdem bei Wagner, also dem Schmied, craften lassen. Die Passive erhöht euren Angriff und eure Verteidigung bei Standardangriffen oder heftigen Schlägen. Falls ihr mal zufällig den Stolz des Himmels ziehen solltet, also nicht mich, sondern die Waffe, dann könnt ihr diese auch spielen. Aber das wirklich nur, wenn ihr extremen Mangel an Aufladerate haben solltet. Und weil ich 3-Sterne-Option so feier, zeige ich euch nochmal kurz das weiße Eisengroßschwert. Diese Waffe spielt ihr nur im absoluten Notfall und wenn ihr sie auf Verfeinerungsgrad 5 haben solltet. Der Subset ist halt Verteidigung, trotzdem ist der Effekt auf jeden Fall nicht gut. Kommen wir nun zu Itos Sternbildern. Was ich vorab aber auf jeden Fall erwähnen möchte, ist, dass Ito auf C0 trotzdem absolut stark und spielbar ist. Er ist also nicht auf Konstellation, also Sternbilder, angewiesen. Seine C1 ist völlig in Ordnung für mehr Stack-Aufladungen nach der Aktivierung seiner Q-Fähigkeit. Seine C2 gefällt mir extrem, vor allem bei einem Full-Geo-Team bzw. zwei weiteren Geo-Charakteren, was eigentlich immer der Fall sein sollte, dazu aber mehr nochmal bei den Teamcoms. Dadurch habt ihr nämlich insgesamt weniger Abklingzeit auf eure Q-Fähigkeit und ladet eure Energie schneller auf. Ja, seine C3 finde ich jetzt nicht so berauschend. Hier wird die E-Fähigkeit um 3 Stufen erhöht. Ist natürlich ganz nice, dennoch ist es der letzte Skill, den ihr hochleveln wollt. Seine C4 feiere ich echt nicht so. Ihr habt zwar 20% mehr Verteidigung und Angriff, dennoch ist es immer noch eine C4, also extrem teuer. Meiner Meinung nach also nicht so lohnenswert. Sein 5. Sternbild erhöht eure Q-Fähigkeit um 3 Stufen, ist natürlich mega nice. Dennoch ist ja der Standardangriff trotzdem wichtiger. Seine C6 ist extrem stark. Ihr habt 70% mehr kritischen Schaden auf heftige Schläge. Außerdem noch eine Wahrscheinlichkeit von 50% während der Q-Fähigkeit keine Stacks bei den heftigen Schlägen aufzubrauchen. Mein Fazit hierzu, ich würde Ito auf jeden Fall bei C0 belassen und die Primus anderweitig investieren. Selbst wenn ihr bereit sein solltet, etwas Geld in dieses Game zu investieren, was ihr auf jeden Fall nicht machen müsst, würde ich euch davon abraten, das bei Ito zu tun. Bei manchen anderen Charakteren lohnt es sich auf jeden Fall mehr, wie ihr vielleicht schon in meinen vorherigen Guides gesehen haben solltet. Link zu der Playlist übrigens in der Bio. Übrigens, falls ihr wollt, dass ich zu eurem Lieblingscharakter auch mal einen Guide machen soll, abonniert gerne diesen YouTube-Kanal kostenfrei und tretet unserem Discord-Server bei. Link dazu in der Beschreibung. Da haben wir den Textkanal #GuideWunsch, wo ihr den Namen eures Lieblingscharakters gerne reinschreiben dürft. Falls Ito aber euer Main-DPS schlechthin ist und ihr seinen Sternbilder auf jeden Fall erhöhen wollt, empfehle ich euch, dies bis C2 zu tun. Bis hierhin ist die Waage zwischen Investition und Nutzen auf jeden Fall noch einigermaßen ausgeglichen, danach nimmt es auf jeden Fall deutlich ab. Kommen wir nun zu Itos Team-Kombos. Wenn ihr Itos maximales Potenzial ausschöpfen wollt, habt ihr hier tatsächlich weniger Variationsmöglichkeiten als bei manchen anderen 5-Star-Charakteren. Das Team sollte auf jeden Fall sehr geolastig sein. Die anderen Geo-Charaktere stellen zusätzliche Geo-Elementarpartikel her, diese werden dann von Ito absorbiert und laden seine Q-Fähigkeit deutlich schneller auf. In einem Ito-Team solltet ihr auf jeden Fall Goro spielen. Falls ihr diesen Charakter haben solltet, wertet ihn ein bisschen auf. Ihr müsst auch gar nicht so viel in ihn rein investieren. Er ist sowieso mega stark. Das liegt einfach daran, dass Goro die Verteidigung enorm unterstützt. Nicht nur mit der E- und Q-Fähigkeit, sondern sogar mit der passiven. Wie ihr bei Goros E sehen könnt, solltet ihr insgesamt mindestens 3 Geo-Charaktere spielen. Auf diese Weise holt ihr das absolute Maximum von seiner E-Fähigkeit raus. Deswegen würde ich neben Ito und Goro auf jeden Fall noch Albedo empfehlen. Albedo ist nicht nur ein super nicer Support, sondern ebenfalls eine Absicherung dafür, dass Itos Q-Fähigkeit immer aufgeladen ist, wenn die Abklingzeit vorüber ist. Falls ihr also Albedo haben solltet, könnt ihr das meiner Meinung nach stärkste Team spielen. Dieses besteht dann aus Ito, Goro, Albedo in dem Fall dann und Bennett. Bennett einfach aus dem Grund, dass er nicht nur Offfield super heilt, sondern auch noch den Schaden erhöht. Ansonsten könnt ihr neben Bennett auch noch Diona spielen. Diona healt schließlich auch, lädt die Q-Fähigkeit von Ito auch super auf und hat außerdem noch ein Schild. Fest steht auf jeden Fall, dass auf dem 4. Spot ein Heal-Charakter sein muss oder jemand mit einem Schild, aber das ist nur Pflicht, wenn ihr keinen Zhongli im Team habt. Falls ihr Goro allerdings mindestens auf C4 und ihn mit reichlich Verteidigung gebaut haben solltet, braucht ihr auf dem 4. Spot nicht zwangsläufig einen Healer, weil Goros Heal hier ausreichen könnte. Das ist aber eine Entscheidung, die jeder individuell treffen sollte. Ansonsten könnt ihr selbstverständlich auch Zhongli im Team mit Ito spielen. Das ist nämlich sehr effektiv, weil Zhonglis E-Fähigkeit die Schwachstelle von Ito ausgleicht. Diese ist nämlich seine Verwundbarkeit während seines Bursts in der Q-Fähigkeit.
Zhonglis Schild ist so unfassbar stark, dass ihr da keine Sorgen haben müsst, dass Ito während seiner Q-Fähigkeit irgendwie zu viel Schaden erleiden sollte. Außerdem verringert Zhongli den Widerstand der Gegner. Falls ihr also Ito, Goro und Zhongli in einem Team spielt, solltet ihr noch einen Off-Field-Sub-DPS bzw. Supporter wie Fischl mitnehmen. Mit Ito, Goro, Zhangling und Bennett habt ihr nicht nur doppelte Resonanz, sondern auch noch ein Team, was sehr gut harmoniert. Kommen wir nun zu Itos geheimen Tricks. Ihr wollt erst seine Q-Fähigkeit aktivieren und danach die E. Denn euer Burst verstärkt euren Angriff enorm und dadurch verursacht ihr dann mehr Schaden. Außerdem stackt eure E auch während des Bursts von eurer Q-Fähigkeit, wodurch euch dann mehr und längere Kombos ermöglicht werden. Eure Hauptkombo besteht also aus 4 Standardangriffen, dann habt ihr eure Stacks aufgeladen, dann aktiviert ihr die Q-Fähigkeit, dann die E und dann zerstört ihr die Gegner mit heftigen Schlägen. Auch bei Ito gibt es ein Animation Canceling während seiner Q-Fähigkeit, denn nach seinem Plunge Attack, also diesem Angriff aus der Luft am Ende seiner Combo, solltet ihr sofort dashen oder E aktivieren, um die Animation zu verkürzen. Und nun kommen wir zur Frage, lohnt es sich für Ito zu pullen? Also wenn man ein Fan vom Element Geo ist, dann zu 100%. Feiert man das Element aber nicht so sehr, sondern Ito als Charakter nur selbst, dann würde ich es mir nochmal zweimal überlegen. Ihr könnt zwar innerhalb der Team-Kombos variieren, dennoch ist es auf jeden Fall empfehlenswert, ein Geo-lastiges Team mit Ito zu spielen, um sein maximales Potenzial auszuschöpfen. Außerdem kommt es darauf an, ob ihr seinen Playstyle mögt. Seid ihr also Fan von richtig schweren und brutalen Angriffen, dann ist Ito auf jeden Fall genau der richtige Charakter für euch.